Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, weiter mit Klaus und Jan. Jo, hi. Jawohl. Auf Südhämmern 9.0 Finale für Let's Player. Für mich. So. Für Let's Player war das eigentlich richtig? Doch, das ist ja klar. Doch, ist ja extra für Let's Player. Klaus, versuch mal so weit nach vorne zu fahren, wie du kannst. Weil da die Räder immer so wuppen. Genau, fahr dann mal noch weiter rauf. So. Oh ne, das war zu weit. So. Bleib mal so stehen. Nicht in die Zwischen. Ja, aber bleib mal so. Handbremse angezogen. Jawohl. Okay, ab geht die Post. Jetzt bin ich mal gespannt, was so schwer war. Weil jetzt kommt ja hier wieder ein Berg. Und das war der New Holland. 18, oh. 17... 16. Oh! Oh! Hast du gerade gesehen, Klaus? Da hat. Wollte der Hänger gerade kippen. Oh! Oh, oh, oh! Ich glaube, wir müssen mal nach hinten stehen. Du musst dich bitte nach hinten stellen, Klaus, das geht nicht. Am besten stelle ich mal doch ganz hinten an die Rampe ran, oder nicht? Dann kannst du auch nicht rutschen. Genau so. Ja, der Hänger liegt auf. Oh, das Schild, das wird nix. Oh, Schild kaputt. Boah, Lichtgeschwindigkeit. Oh, von der Stadt. Lichtgeschwindigkeit. Boah, geht gar nicht mehr. Tau! Nehmen wir mit 90, 90, 90, 90. Oh. Genau wie bei The Crew. Mit dem Mini. Mit dem Mini, Alter. 240 los, fährt aber irgendwas mit 380. Passt. Mini ist geil, Alter. Ja. Ja. Aber da werden wir euch vielleicht auch mal ein bisschen was zeigen, Leute. Ich habe nämlich noch... Jetzt muss ich genau aufpassen, was ich sage, weil ich darf das eine nicht sagen. Überlegt. Nein, erst überlegen. Weil vielleicht kommt noch eine Runde mal The Crew. Aber jetzt nichts, was dann täglich kommt oder irgendwas. Ich habe mich gerade vertan, Klaus. Was nicht täglich kommt, sondern einfach euch mal diese PvP-Events da zeigen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, ich und Jan haben das vorher auch nie richtig gespielt. Der Klaus, der hat uns das alles so ein bisschen... Der Spike hat uns das alles so ein bisschen erklärt gehabt. Und seitdem hängen wir da schon ziemlich... extrem, extrem drinnen, ne? Jan? Also... Ich glaube, es vergeht zurzeit kein Tag, wo wir da nicht online sind. Stefan sollte noch deinen La Ferrari endlich zu. Ich habe schon über 400.000. Aber brauchen wir nicht mehr viel. Ne. Mein nächstes Ziel ist der SLS. Oder Bentley, weiß ich noch nicht. Gar nichts mehr dann. Nächstes Ziel ist, das Add-on abzuwarten, Jan. Ja, noch ein paar Millionen zusammen sparen für das Add-on. Ja, weil das Add-on wird richtig übel. Ja. Klaus, du kippst gleich, ne? Also wenn die Preise wirklich so sind wie in der Beta, dann ja. GG. Ich fahre jetzt mal nicht so schnell. Der erste Reifen ist vorne runter. Ich weiß. Bleiben Sie ganz ruhig, junger Mann. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich fahr jetzt nicht so schnell, nein, Vollgas. Ich fahr doch nicht schnell. Moin. Aber Klaus Wegger Mob Probe. Jetzt machen wir dich da wieder drauf. So, ganz runterfahren. Also ich würde sagen, Klaus, nur... eine Palette da oben drauf. Mhm. Ja oder nicht? Geht das auch so? Ja. Was? Ja, ich habe jetzt so den Hänger da hingestellt. Ja, klar. Eine Palette oben drauf, eine nimmst du dann auf die Gabel und so kannst du dann ja die eine einigermaßen festhalten. Ja, klar. Das sollte dann gut funktionieren. Und dann holen wir noch den Leger, ne? Ich weiß nicht, wie das heißt. Baumpflanzmaschine? Ja. Keine Ahnung. Ja, genau, Pflanzmaschine. Baumpflanzmaschine. Mama! Was denn?
Darf ich bei dir Bäume pflanzen? Mit Bienchen und Blümchen. Ja, reicht, Klaus. Fahr nicht so weit. Das Racket hier. Okay. Ja, mein Lademeister. Ja. Ja. Lademeister. Oh, muss ich die Motorsäge rausholen, die Palette kaputt schneiden oder was? Klaus! Vorwärts! Klaus! Geht nicht. Oh. Du machst mein Fahrzeug kaputt! Klaus! Alter, Alter, mein Hänger! Guckt euch diese Bullen jetzt hier an! Dieser Schaden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, von 2 Millionen. Wie soll ich das alles meiner Mama erklären? Das ist von ihrer Altersvorsorge, habe ich das Geld geklaut. Heiliger Bimbo. Oh, mir ist schwindelig. Auf bei dir. Jetzt kommt, weil ich total übermüdet bin. Aber richtig derbe, Alter. 2 Nächte hintereinander, nur 2 Stunden schlafen war nicht gut. Ach was. Geht doch noch. Ja. Deswegen muss ich gleich erstmal an den Kühlschrank gehen und mir eine neue Dose holen. Neue Dose Mineralwasser. Ja, Logo. Ich mache ja keine Schleichwerbung für irgendwelche Pappeneimer. Das geht. Ja, ich trinke zurzeit mit MO das. Und es wird nicht gesagt. Für uns macht auch keiner Werbung, genau, Klaus. Alles klar, Klaus, ja. Wolltest du stehen bleiben? Ja, kannst du ruhig hoch machen, dann fahre ich bis hinten hin oder so. Ja, du sollst ja die andere Palette versagen. Nee, kann ich ja nicht. Ich Klaus, kipp aus dem Hals, Mann. Da muss ich ein Stück hoch machen. So, bleib ruhig stehen. Ich schieb sie dir dann nach dir. Ja, ich fahr, ne? So, wir müssen jetzt zum Laden fahren. Das bedeutet... Im Laden. Wir fahren... hier lang. Vor Almo lang oder so. Für Schweine, Metzger, Metzger rein. Wir haben keine Schweine. Wir haben keine Schweine. Durch den... Entfernung... 180%. Ja. Soll ich, wie viele Stunden? Warte, ich guck mal. Warte. Guck mal bitte, Klaus. 12 Stunden nur. Ja, 12 Stunden, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt beigehe und kaufe 500 Schweine. Wie viel schaffen wir in 12 Stunden? 3. Ja, die müssen ja erstmal wachsen. Ja, keine Ahnung, wie schnell das geht. Nein, das schaffen wir nicht. In die Biotonne, dann kannst du gleich mal die Idee reinwerfen. Und wir haben gar kein Getreide da. Ja, das muss, ist alles leer, du musst ja auch alles nachfüllen. Ja. Ja, und das wir haben selbst im Lager haben wir kein Weizen und kein Geister. Wieso das denn nicht? Das ist alle. Alles Kartoffelmaschine durchgegangen. Ja, Jan, dann alles ins Lager. Ja, ich sehe gleich einmal komplett alles Weizen hier am Master. Nee. Doch. Es ist Weizen auf den Feldern drauf und Gerste. Wo hast denn das alles hingefahren? Ist gar nichts drauf. Doch. Nur Kartoffeln, wir hatten Zucker, Sonnenblumen gemacht, Körnermais und ein Dinkelfeld. Nein. Warum? War doch klar. Irgendwo haben wir Weizen oder Gerste drauf. Nein, hier ist nichts drauf. Hier war doch Weizen oder Gerste. Da war irgendwas Dinkel oder was das war. Ich guck mal grad bei ihm. Das soll Dinkel sein? Na ja, gut. Ja, das sind Sonnenblumen einmal, dann haben wir einmal Roggen. Und Mais, wir haben keins. Ja, da müssen wir Weizen und Gerste. Der Rest war Kartoffeln. Und das ganze Stroh müssen wir auch einfahren, weil wir da draus Dünger machen. Kompost. Kompost machen. Ich habe zurzeit Lecks auf dem Server. Habt ihr das auch? Nee. Echt nicht? Nicht. Ich hab Internet-Lecks. Oh, Klaus, das Gerät muss... die noch mitkriegen. Ja, muss... Ich bin der Meinung, warte, dass du alle Paletten wieder runternimmst und versuchst die Maschine da oben reinzudrücken. Aha. Und dass du die mit der Palettengabel hochhebst, weißt du? Ne, du bist vorne nicht unten gewesen. Ja, kippst du ab, genau wie das vorhin auch. Guck mal, wie die festhängt.
Hallo? Mal. Guck mal! Was haben die gemacht? Hä? Stell mal auf den Boden und kuppel mal ab. So, jetzt abhängen. So, jetzt hast du sie, siehst du? Wie ist denn die Steuerung von der Gabel und so, Klaus? Äußere dich mal zu dem Update. Hat sich hier nichts viel getan. Merkst keinen großen Unterschied? Hier unterschiedlich. Hast du vorhin mal mit den Holzstämmen probiert? Nee. Okay. Hallo, fahr doch das Scheiß hier. Nicht so weit. Klaus, du musst weiter nach links. Ich muss auch schon da hinten. Hä? Du hängst dran fest. Was Hallo, lass denn? Mal. Lässt du das Leck. Los? War echt leck, Jan? Heim, weil Klaus leckt es. Hey, Klaus fährt vorne an die Palette ran und die Palettengabel lässt die Baumstämme nicht los. Was ist das für Bugs, Alter? Nur jetzt hoch, Klaus, reicht. Fahr nicht so weit rein. Braucht man nicht bei LS. Oh. Dann kommst du nämlich gleich nicht wieder raus. Aber der doch. Okay, aufschreiben. Nicht so weit reinschieben. Haha. Aber. Was hab ich gesagt? Ja? Mach es so wie eben. Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Ja. So, guck mal, seitlich mal nehmen. Ja. Oder Spezialaufgaben hier. Ja. Und wir schauen schön. Maschinen transportieren. Und wir schauen schön zu, wie du da dir einen abbrichst. Ja, ein bisschen weiter nach links, Klaus. Ja. Ja, nur ein bisschen. Die Gabel, die Teleskoplader rutscht. Ja, reicht. Wird. Heb an. Jawoll. Und so würde ich jetzt auf den Hänger fahren. So? Ja. Hätte ich jetzt so quer draufgelegt. Nee, weißt was? Ja, aber dann, warte mal, dann kriegen wir dich nicht mehr mit. Das Schlauste ist, du stellst die Paletten wieder drauf auf den Hänger und fährst mit dem Ding rückwärts auf den Hänger drauf. Und so fahren wir dann da hoch. Oder so. Weil der Platz reicht ja nicht, Klaus. Nee. Ja? Dass wir jetzt die Paletten runtergenommen haben, war eigentlich total dämlich. Aber ist ja scheißegal. Mir ist das gerade nur eingefallen, weil das Ding ja doch schon ziemlich lang ist. Ja. Ja, dann darf ich halt gleich keine 90 fahren. Dann fahre ich halt gleich 85. Ultratrempo? XD. Achso. Wir könnten ja eigentlich auch mal hier unseren Kredit zurückzahlen, ne? Eine Option, ja. Soll ich zurückzahlen? Nehmen können wir uns ja immer noch. Ja, klar. Okay, zahle ich jetzt. Also, treffe ich jetzt die Löcher nicht, oder was? Ja, sind keine Haare drum, ne? Ja, das ist ein Problem. Kredit minus 5a. Jetzt ist Kredit komplett bezahlt. Lol. Und angeblich haben wir noch 197.000 haben wir jetzt noch. Ja. Alles zurückgezahlt. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Hatte ich noch nie. Schon lange nicht mehr. Schuldenbesung geht nicht. Ja, Kreditzinsen sind 561 pro Tag. Nicht viel. Ist nicht viel eigentlich, ne? Na gut, für einen Anfang, wenn du anfängst mit LS. Dann ja. Ja, du hast ja von Anfang an einen Kredit. Und meistens nimmst du ja dir die 200.000, Jan. Ja. Und jedes Nacht, wenn du 5.000 Liter Öl Milch verkaufst und du kriegst 5.000 Euro, werden jedes Mal 561 Jahre abgezogen noch. Ja. Also eigentlich verdienst du 5.000, kriegst aber nur 4.400 und ein bisschen. Das ist schon ein Unterschied, finde ich.
Ja, klar. Ja, das ist so wie bei SimCity. Was hat's denn? Weißt du, das ist so wie bei SimCity, Jan. Der Kredit kostet so nicht viel. Aber wenn du ja das hochrechnest, nachher ist es doch viel. Ups, ich ruf gerade meine Frau an. Ups! So. Dann muss hier gerade meine Frau antworten. Die hat nämlich Essen fertig. So, Klaus, ja, du machst das super, Klaus. Führ ihn ein. Extra ja. Tempomat. Komm, du bist doch der wilde Gott. Oh, Alter, da muss ich auf jeden Fall. Also, wir bräuchten normalerweise ein Fahrzeug, was hinter uns fährt, das den Verkehr umleitet. Alter Schwede. Ike, komme. Das musst du dir hier mal angucken. Steig mal in den LKW. Ja, du musst nicht kommen, Jan, aber du musst es dir einfach mal angucken, Alter. So bleiben, Klaus. Nein! Oben lassen! Steig aus, Klaus, Ultra. Nee, ich fahr jetzt. Nein, aussteigen, ZZ. Nee, nicht mit dir. Nee, nicht mit dir. Klaus, Klaus. Kommt nur Scheiße dabei raus. Heftig, ja, ne? Genau. Ja, finde ich nicht. Doch, ich find's geil. Ne, wegen Klaus ist nicht heftig, ne? Voll scheiße. Okay, ich stelle mein Tempomat auf 40. Na, ich habe keinen Bock hier gleich abzugehen mit Klaus. Rundumleuchte an, was bloß uns wieder sieht. Na, gerade Jan muss uns sehen. Scheiße, ich hätte anders fahren müssen, Klaus. Wir müssen umdrehen. Ja. Warte mal, echt, mit dem Tiefer damit auf die Straße wenden. Kannst du doch. Holst nur den Term mit hoch, wenn er zu schwer ist. Aber sonst ja nichts. Eieieiei, Alter, ich will gar nicht reden. Muss ich schon wieder die Geschichte vom Chickenhühnchen und Baby Joe erzählen? Ja, kennen wir schon. Du extra Blinker setzen, ne? Alter Schwede. Heute Spezialtransporte. Ja. Aber vom Feinsten. Kannst du Blinker Warnblink ausmachen? Warnblinker. Bei uns auch, also. Hier in der Nähe ist auch immer so eine Brückenpfeilerfabrik, was auch immer. Brückenpfeiler? Ja, die waren. Mein Gott! Pfeiler, weißt du? Und da standen gestern auch irgendwie so 20 LKWs, Alter. Oh. Langsam, das bewegt sich. Ganz ruhig. Da waren die übelsten fetten Teile an die da drauf geladen, Alter. Ja. Meine Angst bei, Alter. Mein Schwanz haben sie da drauf gelegt. Ja. Oh. Geht noch. Du musst das umsetzen, Klaus. Fahr bitte zurück, das wird sonst nichts. Das hat jetzt schon zwei, dreimal richtig geschwankt. Muss das ein bisschen weiter links auf dieses Mal nehmen. Aber nur so ein bisschen. Ja. Heb an, das könnte gehen, ne? Ja, ist okay. Kommen Sie drauf, junger Mann, können Sie rausgucken.
Wir haben keine Zeit. Klaus weiter links rüber. Stehst rechts voll am Rand. Ja, gut. So lassen stehen. Ja. Warte, ich muss die Handbremse anziehen. Wie er sofort Para kriegt, Alter, ich bin gleich losgefahren. Also, das ist gleich ein Problem wird, Klaus, ist den Berg hoch. Alter, du weißt schon. Der ist hoch, um da oben um die Kurve kommen. Wenn wir. Darum mache ich mir gar nicht so große Probleme, nur wir sind hier gerade schon diesen kleinen Berg gerade nur mit 20 hochgekommen. Boah, ja. Läuft gleich. Oh! Alter! Puh! Klaus, Achtung, wird eng. Gabel, Mann, hast du den Zug nicht gesehen? Ja. Ja, uns hätte fast der Zug den Zug weggeputzt, aber ganz knapp, Alter. Okay, wieder runter. Wir haben unsere Spezialtransporten hier. Ist cool. Haben wir eigentlich auch mal im Let's Play, sonst haben wir das ja immer nur in der privaten Welt. Ja. Ja, wie die Bäume da wegmachen und alle Fahrzeuge übereinander stapeln. Ach stimmt, da war der Vorborder hier. Ne, der Harvester war hier drauf. Ja. Oh oh. Und hinten, weil wir dieses hier runterklappen können, haben wir den eine Gabel drunter gemacht und dann den Hänger noch hochgehoben. So, jetzt bin ich gespannt, Klaus. Ja, Klaus, das war's. Ja, du mich auch gib Gas. Ich geb Vollgas. Nee. Ich hab Sound vom LKW. Gib aber Sound, echt Vollgas. Sound-Expert. Ist jetzt volle Pulle. Ob das Gerät jetzt da drauf war oder Peng, also das ist kein Unterschied. Das Gerät. Nur ich fahre nachher, wenn wir hier oben fertig sind, mit dem Harvester auch nicht wieder runter. Der kommt auf das Gerät hier. Auf das Gerät, oh doch. Ja, klar. Das Gerät. Ja, ich gehe dann auch gleich erst zu meiner essen. Frau ein bisschen was essen. Oh, ruhig bleiben, ich mach das schon. Wackel. Ja. Bin noch nicht da. Ich bin Commander Dicksack, also lass mich. Oh. Hier hätten wir alles reinlagern können, wir Blödmänner, ne? Hier oben ist die Garage, Klaus. Ja. Jo. So. Wir sagen damit vielen Dank. Nein, ich will weitermachen. Ding, ding, dung. Fürs Einschalten. Nee. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder in alter Frische. Bis denn. Tschüss. Tschüss.